Teil 1 des Schaltkastens. Das ist die Montageplatte meines Schaltkastens. Als erstes werde ich die Bohrungen ankörnern für meine drei SSR-Relais. Die brauche ich zur Steuerung meiner drei Heizmanschetten. Auf die Montageplatte kommt später noch eine Hutschiene, über die gesamte Verdrahtung geht. Als nächstes bohren wir die Bohrungen für die SSR mit einem 5,5 mm Bohrer. Nach dem Bohren entgrate ich die Bohrungen. Wenn ihr Blech bohrt, müsst ihr auf den Grat im Blech achten. Der ist sehr scharfkantig und man kann sich schnell schneiden. In der Zwischenzeit lasern wir die Front von meinem Schaltkasten. Die Folien, die ihr seht, werde ich später wieder entfernen und Beschriftung und Sicherheitszeichen bleiben auf der Front zurück. Ich habe mir die SSRs mit Kühlkörper gekauft. Ob die Kühlkörper nötig sind, kann ich euch erst sagen, wenn die Anlage in Betrieb geht. Normalerweise denke ich, dass die SSR nicht so heiß werden, da sie pro Stück nur mit 700 Watt belastet werden. Meine SSR packe ich erst einmal aus. Auf die Kühlkörper werde ich etwas Wärmeleitpaste spritzen, damit man auch einen guten Kontakt zu den Kühlkörpern hat.
So, nachdem ich alle SSR montiert habe, geht es im nächsten Teil weiter mit der Hubschiene und die nächsten Vergabelungen. Für den neuen Do-It-Yourself 6 Kilo Extruder Line wird das Ganze noch ein wenig professioneller. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn Fragen oder Ideen da sind, schreibt sie einfach in die Kommentare.